Das ist wirklich ein Riesenschritt für die Wissenschaft. Ein Hubschrauber hätte auf dem Mars ganz andere Möglichkeiten der Erkundung. Neue Erkenntnisse könnten uns tatsächlich im Wochentakt zufliegen. Klicks um Science and Fiction. Hier gibt es täglich faszinierende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. Er könnte vielleicht das erste menschengemachte Fluggerät auf einem fremden Planeten werden. Ein kleiner autonomer Mars-Hubschrauber der NASA, der schon im kommenden Jahr mit dem nächsten Mars-Rover zum roten Planeten aufbrechen soll. Und die ersten Flugtests waren jetzt tatsächlich erfolgreich. Der Mini-Helikopter hat bewiesen, dass er auch in der dünnen Atmosphäre des Mars abheben und fliegen kann. Er wiegt nur 1,8 Kilogramm und liefert mit unglaublichen 3000 Umdrehungen pro Minute wirklich ab. Denn damit schafft der Mars-Hubschrauber der NASA fast 10-mal so viele Umdrehungen wie ein gewöhnlicher Hubschrauber hier auf der Erde. Zu seiner hohen Leistung kommen noch die gegenläufig rotierenden Rotoren. Das alles soll dann Flüge auf dem Mars ermöglichen und das unter den dort gegebenen Bedingungen, die wirklich nicht ohne sind. Konkret meine ich damit zum Beispiel die dünne Atmosphäre, deren Dichte nur etwa 1% der Erdatmosphäre entspricht. Diese galt es also für den Flugtest auf der Erde nachzustellen. Eine gar nicht so einfache Aufgabe für das NASA-Forschungsteam. Dazu die Projektmanagerin Mimi Aung. Um diese Bedingungen auf der Erde zu bekommen, müsste man einen Testflug in 30 Kilometern Höhe durchführen. Doch dies würde ein gewöhnlicher Hubschrauber gar nicht packen, denn laut der NASA-Experten und Expertinnen liegt der Höhenrekord eines Hubschraubers, der hier auf der Erde fliegt, bei rund 12 Kilometern, 40.000 Fuß. Und so haben die Experten und Expertinnen für den Flugtest eine etwa 8 Meter große Vakuumkammer entwickelt und darin eine Art Marsatmosphäre erzeugt. Dafür wurde zunächst die komplette Luft herausgepumpt und dann Kohlendioxid hinzugefügt. Und zwar so viel, wie es eben der Zusammensetzung der Marsatmosphäre entspricht. Doch das war nur eine der vielen Herausforderungen für die NASA-Fachleute. Dazu Teddy Zanetos. Um das Fliegen auf dem Mars realistisch zu simulieren, müssen wir auch 2/3 der Erdschwerkraft entfernen. Die Lösung dazu war ein wirklich spezielles Aufhängesystem. Es hatte die Aufgabe, einen Teil der Last mitzutragen, und zwar den Flugbewegungen des Hubschraubers folgen. So konnte das NASA-Forschungsteam genau analysieren, wie viel Auftrieb notwendig ist, damit der Hubschrauber auf dem Mars abheben kann. Und tatsächlich, der Testflug war erfolgreich. Insgesamt 2-mal hob er in der Vakuumkammer ab und schwebte einige Zentimeter über dem Boden. Ein entscheidender Schritt, denn nur durch diese erfolgreich absolvierten Testflüge konnten die Fachleute ihre Modelle und vorherigen Tests bestätigen. Dazu die NASA. Wir brauchten nur diese 5 cm Höhe, um alle nötigen Daten zu sammeln. Sie bestätigen, dass unser Mars-Helikopter autonom in einer Mars-Atmosphäre fliegen kann. Es war ein großartiger erster Flug. Und seine Premiere auf dem Mars wird wahrscheinlich schon sehr bald erfolgen, denn der Helikopter soll schon im kommenden Jahr zu seiner Reise zum Mars aufbrechen, und zwar als Teil der geplanten Mission Mars 2020 der NASA. Hier soll ein Rover zum roten Planeten gebracht werden, der mit Curiosity vergleichbar ist. Der 2020 Rover wird nicht nur geologische Untersuchungen des Marsbodens vornehmen und den roten Planeten auf seine Bewohnbarkeit für eine zukünftige menschliche Besiedlung untersuchen, sondern auch Ausschau nach Leben auf dem Mars halten. Planmäßig soll der Mars-Helikopter im Februar 2021 auf dem roten Planeten landen, und zwar gut geschützt im Bauch des Mars-Rovers. Sein erster Flug ist einige Monate später geplant, und das wird dann wohl eine Premiere werden, denn bisher waren immer nur fahrende oder stationäre Systeme an der Erkundung des Mars beteiligt. Zunächst soll er nur kurze Flüge absolvieren mit einer Dauer von jeweils 90 Sekunden. Damit könnte er einige hundert Meter weit kommen, das ist schon was. Doch die NASA denkt schon an größere Modelle, die dann folgen könnten, denn klar ist, dass diese Vogelperspektive weitere spannende Erkenntnisse liefern könnte. Dazu NASA-Mitarbeiter Thomas Zurbuchen. Die Fähigkeit zu sehen, was hinter dem nächsten Hügel liegt, ist für künftige Marsforscher entscheidend. Denn so könnten Hubschrauber als eine Art Späher auf fremden Planeten unterwegs sein und natürlich auch Orte anfliegen, die von Landfahrzeugen nicht erreicht werden. Um den Bedingungen auf dem Mars zu trotzen, tüftelt die NASA übrigens schon seit Sommer 2013 an diesem Projekt. So verfügt der Mini-Hubschrauber auch über Solarzellen, um seine Batterien zu laden, und zudem auch über einen Heizmechanismus. Schließlich wird es in den kalten Marsnächten wirklich bitterkalt, kälter als im sibirischen Winter. An den Polen betragen die Temperaturen sogar bis zu minus
120 Grad Celsius. Weil die Funksignale von der Erde zum Mars mehrere Minuten unterwegs sein werden, kann er nicht direkt gesteuert werden. Somit ist er autonom und lenkt seine Flugbahn selbst. Er interpretiert die Befehle von der Bodenstation und richtet seine Flugbahn danach aus. Wahnsinn. Das kann wirklich die Marsforschung entscheidend nach vorne treiben. Finden wir dort Leben oder leben wir bald auf dem Mars? Das ist dieses Video hier. Draufklicken, anschauen und Dr. Watson abonnieren. Bis dann. Bleibt dran.